Okay, weiter geht's im Track Zalando, jetzt mit Sebastian Grebasch und Marc Höft. Es geht um Mobile SEA und mehr. Ja? Sebastian Grebasch ist der Head of SEA bei Zalando. Marc Höft ist der Chef wie nennt man das, des Kundenservice für Deutschland, Österreich, Schweiz bei Marin Software. Ich würde sagen, ihr legt einfach mal los. Genau, Mobile SEA und mehr. Danke. Ja, wir haben uns das folgendermaßen aufgeteilt, dass ich zur Einleitung ein paar Statistiken mitgebracht habe. Bei Marin, da laufen ja viele Kampagnen drüber und wir haben da so ein bisschen intern analysiert, welche Zahlen und welche Unterschiede es so gibt zwischen Desktop und Mobile. Danach wird dann Sebastian erzählen, wie man das dann am besten aussteuert, Mobile SEA. Und zum Schluss habe ich noch so einen kleinen Ausblick erstellt, wie sich das zukünftig entwickeln wird und ob man da immer noch dann Keywords in sein Smartphone eingibt. Zur Einleitung eine ganz interessante Studie aus den USA, die so sehr schön verdeutlicht eigentlich, wie wichtig diese Mobile Devices nicht nur jetzt schon sind, sondern in Zukunft auch noch sein werden. Und zwar wurden da Kinder von 2 bis 5 Jahren untersucht und es wurde festgestellt, welche Fähigkeiten die haben. Und diese Fähigkeiten oder Skills wurden aufgeteilt in Life Skills und Tech Skills. Und als Ergebnis kam raus, dass 11% dieser Kinder sich schon die Schuhe selber zumachen können und 20% von denen konnten sogar schwimmen. Und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, was ihr denn glaubt, wie viel Prozent dieser Kinder von 2 bis 5 schon ein Smartphone oder Tablet bedienen können. Und mit bedienen ist gemeint, wenigstens so ein Spiel auf diesen Geräten spielen können. Auflösung gibt es dann am Ende des Vortrags. So, kommen wir zu ein paar Statistiken. Um eine mobile Suche durchführen zu können, braucht man natürlich erstmal ein Smartphone. Hier haben wir mal so ein paar Zahlen von Google und Apple zusammengeführt. Und was man hier raus sehen kann, ist, dass bis Juni 2013 eine Milliarde Geräte aktiviert werden. Und das sind jetzt nur iOS und Android. Ich habe auf dem Weg hierhin dieses schöne Nokia-Plakat gesehen mit "Alle lieben ein Comeback". Also wenn es tatsächlich gelingen sollte, Nokia mit Windows Phone oder vielleicht sogar BlackBerry, dass die nochmal zurückkommen, dann werden da sicherlich noch ein paar Zahlen addiert werden müssen. Und bis 2013 sind es dann sogar 1,3 Milliarden schon. Und oben links seht ihr noch die Zahlen, dass durchschnittlich pro Tag über 430.000 iPhones aktiviert werden und sogar über 700.000 Android-Telefone. Steht in dieser Verbreitung der Geräte dann auch ein Werbeumsatz entgegen? Da hat eine US-Unternehmensberatung das mal analysiert, was Google alleine an Umsatz mit mobiler Werbung macht. Für 2012 steht da 5,8 Milliarden US-Dollar und auf 2013 soll das schon dann auf knapp 10 Milliarden US-Dollar anwachsen. Und das sind eben so Steigerungsraten, die weitaus größer sind als das, was man im normalen Desktop-Werbemarkt sehen kann. Bis 2016 rechnen sie dann sogar mit 20 Milliarden US-Dollar Werbeumsätze mit mobiler Werbung. Dann kommen wir jetzt zu den Daten, die Marin Software erhoben hat. Wir haben bei uns auf unserer Plattform 1.800 Kunden, die pro Jahr 4 Milliarden US-Dollar ausgeben, hauptsächlich in Suche und das in 160 Ländern. Und diese ganzen Daten haben wir so zusammengeführt und mal geschaut, wie sich so der Anteil der Klicks und Klickraten etc. Verhalten. Diese Studie gibt es auch auf unserer Webseite, wer das interessant findet. Und ein paar Zahlen habe ich immer ein bisschen rausgenommen. Das erste ist der Anteil der Investitionen ins mobile Suchbudget. Auf der linken Seite seht ihr die Zahlen für UK und auf der rechten Seite die Zahlen für die Eurozone. In der Eurozone ist Deutschland der größte Teil. Und da sieht man eben, dass vom Januar 2011 bis Dezember 2011 die Anteile der Budgets auf den mobilen Geräten, also Smartphones und Tablets, sind von 1,2 auf 4,7% gestiegen. Also 400%. Und jetzt 2012 kann man schon sehen, dass diese Budgets, wie auch eben Andy von Money Supermarket sagt, dass das eher schon so auf 10% ist oder noch höher. Und in Großbritannien ist es eben von 3,2 auf 9% und mittlerweile sind die schon bei 16%. Bei den Zahlen der Klicks, ähnliches Wachstum.
Was hier ganz interessant ist, ist eben, dass der Anteil der Klicks größer ist als der Anteil des Budgets. Daraus lässt sich eben ableiten, dass die Klicks aktuell auf den mobilen Geräten noch günstiger sind. Dann haben wir die Klickraten hier mal aufgeführt. Da sieht man so ein paar Unterschiede, dass man eben sieht, in Großbritannien haben die Smartphones eine höhere Klickrate als auf Desktop-Computern. In der Eurozone haben wir diesen Effekt nicht so gesehen. Was aber bei beiden gleich ist, ist, dass die Klickrate auf Tablets am größten ist. Eine Erklärung dafür könnte zum Beispiel sein, dass es eben eine andere Nutzungssituation ist. Also Desktop-Rechner werden häufig noch zur Arbeit benutzt, man ist dann in der Mittagspause surfen und meistens versucht man irgendeinen bestimmten Task damit durchzuführen. Und gerade bei Tablets gibt es ja auch andere Statistiken, die sagen, dass die meiste Nutzung dieser Tablets immer noch zu Hause auf dem Sofa stattfindet und da ist man eben in so einer spannenden Atmosphäre, wo man auch eher offen dafür ist, mal auf Werbung zu klicken zum Beispiel. Conversion-Raten sehen wir für die Eurozone auch, dass selbst Conversion-Raten eben bei Tablets am höchsten sind. Also das kann man auch wieder daraus ableiten. Andere Nutzungssituation, vielleicht auch die Leute, die sich so ein teures Tablet aktuell noch leisten können, sind wohlhabender, konvertieren deshalb besser. Aber auch bei Smartphones sieht man eine recht hohe Conversion-Rate, die nicht sehr viel schlechter ist als bei Desktop-Computern. Also das ist auch so dieses Argument, die Leute klicken dann vielleicht, aber sie kaufen gar nicht, das können wir so nicht sehen. Und es überrascht einen auch wirklich, dass es eben tatsächlich auch Leute gibt, die dann Autoversicherungen zum Beispiel über ein Smartphone abschließen. Okay, das waren jetzt so die Zahlen, dass eben Mobile ein großer Kuchen ist und auch Conversion-Raten da einigermaßen stimmen und wie ihr jetzt das größte Stück von diesem Kuchen kriegt. Erzähl euch. Genau. Mobile AdWords. Fokus auf AdWords, klar, es gibt ein Yahoo, es gibt ein Bing, jetzt beide zusammen neuerdings. Ich würde mich trotzdem auf Google letztendlich versteifen, einfach weil es auch Mobile zumindest in Europa das größte Stück vom Kuchen ist. Vorab vielleicht nochmal ganz kurz Grundlagenforschung, obwohl gleich ich die Annahme habe, dass relativ viele wissen, wie AdWords funktioniert. Vorweg, AdWords auf mobilen Geräten, die Optimierung des Ganzen, unterscheidet sich jetzt nicht signifikant von dem, was ihr bereits auf dem Computer wahrscheinlich macht. Das heißt, wie man sich das Ganze vorstellen kann und vielleicht sogar sollte, ist letztendlich, man nimmt sich letztendlich den Weg, den der User von Google zur Seite bis hin zur Conversion letztendlich zu gehen hat. Das ist eigentlich der Wunschgedanke, den wir alle haben. Und man kann tatsächlich jedem dieser Schritte einen Optimierungsschritt letztendlich im AdWords-Account gegenüberstellen. Das heißt, gewünscht oder was definitiv passiert, der User sucht irgendwas auf Google, die weiß ja hier erstmal irrelevant dabei. Was wir natürlich als SEM-Manager machen müssen, ist, wir müssen das Keyword letztendlich am Start haben, um entsprechend diese Suchanfrage abzufangen. Idealerweise sieht der User dann eine Anzeige von uns. Um das zu gewährleisten, müssen wir ein relativ gutes und effizientes Bidding am Start haben. Der User soll klicken, das heißt, die Ad muss relevant sein, muss überzeugen können und letztendlich, wenn der User dann auf der Seite ist, wenn wir ihn haben, soll er auch gefälligst konvertieren. Das heißt, da kommt dann das komplette Thema Landingpage-Optimierung ins Spiel. Das Ganze sieht Mobile tatsächlich nicht anders aus. Es gibt allerdings für jeden dieser Schritte, und ich werde jetzt durch jeden dieser Schritte mal gehen, gibt es halt so ein paar Eigenarten, die man beachten sollte, wenn man das Ganze vernünftig aufsetzen soll. Über allem steht tatsächlich eine Account- und Kampagnenstruktur. Zum einen, weil man natürlich diese ganzen Aktivitäten, die man in dem Bereich halt macht, vergleichsweise effizient und auch qualitativ hochwertig unternehmen möchte. Zum anderen, um schlichtweg einfach das meiste rauszuholen. Googles Qualitätsfaktor ist nicht zu unterschätzen und kann tatsächlich hiermit relativ gut unterstützt werden. Wenn man sich Google anguckt, hat sich in den letzten 2,5 Jahren sehr, sehr verändert. Also vor gut 2,5, 3 Jahren sah Google unabhängig davon, auf welchem Device man unterwegs war, tatsächlich immer gleich aus. Das heißt, man hatte immer diese Top-Premium-Positionen bis zu 3 Stück. Es gab eine rechte Spalte mit ein paar gesponserten Ergebnissen. Dann fing Google irgendwann dazu an, ging Google irgendwann dazu über zu sagen, okay, auf einem Smartphone aufgrund des kleineren Screens und aufgrund der Nutzerfreundlichkeit gehen wir dazu über, diese rechte Spalte komplett zu entfernen, versteifen uns auf 2, vielleicht in seltenen Fällen 3 Premium-Positionen und schieben den Rest letztendlich unter die organischen Suchergebnisse. Seite 2, Seite 3 und so weiter und so fort würden dann entsprechend genauso aussehen. Und im letzten Jahr wurde genau dieses Konzept dann eben auch aufs Tablet übertragen.
weil offenbar irgendwelche Studien oder internen Auswertungen gezeigt haben, dass es sinnvoll ist, genau dieses Layout auch auf einem Tablet und entsprechend zu übernehmen. Was heißt das für uns, für unsere Struktur? Grundsätzlich ist es so, relativ viele Leute haben nach wie vor Kampagnen, die auf alle Devices getargetet sind. Aus Unwissenheit, aufgrund von fehlenden Ressourcen, man weiß es nicht. Allein die Tatsache, dass Google auf unterschiedlichen Devices unterschiedlich aussieht, erfordert eigentlich, dass wir letztendlich auch separate Kampagnen für genau diese Devices entsprechend anlegen. Das bedeutet, bestehende Kampagnen nehmen, das wäre der einfachste Weg, duplizieren, das Targeting so einstellen, dass ich eine Kampagne respektive ein Konto habe, nur für Desktop-Devices, eins nur für Smartphone und idealerweise eins für Tablet-Devices. Warum mache ich das Ganze? Zum einen kann ich separat budgetieren, warum das wichtig ist, komme ich später noch zu. Ich kann natürlich eine separate Bidding-Strategie verfolgen, was wichtig ist, einfach aufgrund der unterschiedlichen Anzeigenpositionen, die ich je nach Device habe. Ich kann, das ist optional, das ist jetzt die Kür, ich kann separates Reporting aufsetzen. Das geht jetzt auch schon, wenn ich letztendlich mehrere Devices targete. Google hat da die Segmente eingeführt Anfang des Jahres. Und ich kann natürlich in meiner Kommunikation entsprechend anders vorgehen, einfach auf die Situation des Users hingeschnitten, meine Ad-Texte anpassen, unterschiedlich kommunizieren, andere Anzeigen, Erweiterungen verwenden etc. pp. Für Smartphone sieht das nicht besonders anders aus. Es kommt noch eins dazu, was relativ wichtig ist, und das ist die separate Landingpage. Wir haben jetzt tatsächlich keine Tablet-optimierte Website, ganz einfach, weil Zalando auf dem Tablet genauso gut surfbar ist wie auf dem Desktop-Device. Für ein mobiles Telefon sieht das schon anders aus, weil natürlich durch die sehr, sehr kleinteilige Seite, die wir auf dem Desktop haben, wird natürlich die Nutzbarkeit auf einem kleinen Screen, auf einem Touchscreen sehr, sehr eingeschränkt. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, auf einem Phone auch eine phone-optimierte Seite letztendlich anzubieten. Wir fangen beim Keyword Development an, das heißt, das sieht auch hier tatsächlich, das ist der Teil, der sich wirklich überhaupt, also am wenigsten unterscheidet von dem, was auf dem Desktop letztendlich passiert. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn man eine mobile Kampagne startet, wie man auf Keywords kommt, in Abhängigkeit davon, was man bisher schon so macht. Habe ich bereits eine Google AdWords-Kampagne, kann ich relativ easy über die Segmente im Reporting Center sehen, wie meine bisherigen Kampagnen auf mobilen Devices performt haben. Und kann mir relativ easy letztendlich genau die Sachen, die jetzt schon mobil gut funktionieren, rausziehen, kann die duplizieren, kann basierend auf den Themen, von denen ich weiß, dass sie funktionieren, letztendlich ins Keyword Development gehen, kann diese Themen letztendlich ausbauen und mich darauf entsprechend fokussieren und auf der anderen Seite letztendlich nicht den Fehler machen, Sachen auf mobile Geräte zu spiegeln, die ohnehin nicht funktionieren. Insofern, wenn schon was da ist, über die Segmente entsprechende Reportings ziehen, um die Best Performer letztendlich da neue Keyword-Wolken bilden, diese dann auf Mobile targeten und da entsprechend dann eine Mobile-Search-Strategie letztendlich starten. Wenn ich noch nichts habe, ist das Google Keyword-Tool jetzt auch vor kurzem erst erweitert worden, um nämlich genau diese Funktion, dass ich letztendlich Suchstatistiken für einzelne Begriffe allein auf mobilen Endgeräten letztendlich ziehen kann. Das ist, glaube ich, insofern ganz spannend, weil tatsächlich diese Suchvolumina, die Google ausgibt und den indexierten Wettbewerb, den ich mir hieraus ziehen kann, dann letztendlich nur für mobile Endgeräte gilt und ich schon sehe, okay, was habe ich preislich zu erwarten, was habe ich kompetitiv zu erwarten und wie viel Volumen kann ich letztendlich reinholen basierend darauf. Wesentlich spannender als jetzt dieses Keyword-Tool zu nutzen, auf alle Devices getargetet und dann unter Umständen Gefahr laufen, einen zu generischen Begriff einzubuchen, der tendenziell eher Recherchecharakter hat, weil wir wollen ja letztendlich das Ganze auch performancebasiert betreiben. Schließlich ist es einer der wichtigsten Performance-Kanäle. Keywords haben wir jetzt am Start. Bidding, wichtiges Thema, automatisiert oder manuell, relativ egal. Ganz kurz nochmal, wieso Bidding? Grundsätzlich, Google ist ein auktionsbasiertes System, sollte soweit bekannt sein, das heißt, viel Wettbewerb heißt höherer Preis, relativ marktorientiertes Pricing. Und wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, welchen Einfluss die Durchschnittsposition auf das Traffic-Volumen und auf die Traffic-Qualität hat, dann wird auch relativ schnell klar, warum eine Desktop-Bidding-Strategie auf einem mobilen Endgerät unter Umständen nicht besonders gut funktionieren kann. Traffic-Qualität ist tatsächlich direkt proportional zur Position. Das heißt, je höher ich entsprechend eine Anzeige platzieren kann, desto mehr Traffic werde ich höchstwahrscheinlich holen. Viele Leute denken nach wie vor, Google ist ein strikt relevanzbasiertes System. Das heißt, was auf Position 1 ist, unabhängig davon, ob bezahlt oder nicht, muss das relevanteste Suchergebnis sein. Das heißt, dieser Google selbst sagte mal dazu relativ unschön,
auf Position 1 klicken in erster Linie die Dummen. Möchte ich so nicht bestätigen, aber höchstwahrscheinlich ist es so. Das heißt, das Traffic wird garantiert abnehmen, je schlechter meine Anzeigenposition ist. Mit der Traffic-Qualität verhält es sich wiederum genau umgekehrt. Die Annahme dahinter ist natürlich die, jemand, der auf eine Anzeige auf Position 5 klickt, hat höchstwahrscheinlich schon 4 schlechte Anzeigen durchgeklickt. Die Chance steigt, dass ich als derjenige, der jetzt an 5. Stelle steht, letztendlich das anzubieten hat, was er bei den 4 vor mir nicht gefunden hat. Die Kunst bei einem guten Bidding ist letztendlich, diesen Sweet Spot zu finden, wo sich diese beiden Linien kreuzen. Das heißt, effizienten Traffic, effizient Conversions einzukaufen und trotzdem noch eine gute Menge letztendlich zu erreichen, ein gutes Volumen. Vor dem Hintergrund, dass die Positionen auf einem mobilen Device, sei es Tablet oder Smartphone, jetzt entsprechend anders ausschauen, ergibt sich eine neue Kurve für mobile Devices. An der Traffic-Qualität ändert sich wiederum gar nicht. Also auch da ist die Chance wieder relativ groß, wenn der User schon 4 andere Player gesehen hat und da letztendlich nicht das gefunden hat, was er sucht, ist die Chance relativ hoch, dass ich jetzt endlich der bin, der ihm letztendlich das geben kann, was er möchte. Die Traffic-Volumen-Kurve ist allerdings sehr, sehr interessant in dem Fall. Was wir sehen und was auch, mir auch schon von relativ vielen anderen Playern bestätigt wurde, ist tatsächlich, dass diese Anzeigenplatzierungen unter den organischen Suchergebnissen nicht geklickt werden. Das heißt, ich sag absichtlich nicht, weil es ist tatsächlich nicht so, dass sie weniger geklickt werden, sie werden tatsächlich nicht bis fast gar nicht geklickt. Augenscheinlich wird es dann eher als Anzeige erkannt als über den entsprechenden organischen Suchergebnissen. Was ganz spannend ist bei dieser ganzen Beobachtung ist, wenn der User wiederum sich auf Seite 2 bei Google durchklickt, funktionieren die Top-Positionen auf der zweiten Seite wesentlich besser als die Bottom-Position auf Seite 1. Dadurch ergibt sich halt diese Schlangenlinie, die ich über ein normales, ganzheitliches Bidding über mehrere Devices natürlich so nicht abgebildet bekomme. Das heißt, Bidding-Tool oder auch jemand, der manuell biddet, wird natürlich auch hier wieder tendenziell sagen, ich habe jetzt hier die Keyword-Performance über mehrere Devices, das heißt, im Schnitt wird diese Kurve entsprechend geglättet. Ich nehme mir Potenzial aus den Desktop-Devices und biete höchstwahrscheinlich zu hoch hier drauf. Das heißt, grundsätzlich ist die Performance schlechter, wenn ich einfach alles als einen großen Bucket letztendlich betrachte. Das heißt, vor dem Hintergrund alleine konnten separieren. Wir hatten das Bidding-Strategie anpassen, das heißt, diese ganzen Positionen 3 und 4, dann ist es eine Position 6 und 7, also diese ganzen unter den organischen Suchergebnissen einfach komplett anders bewerten, um dann entsprechende Volumina zu heben und trotzdem weitestgehend effizient zu sein. Anzeigen textseitig, das heißt, wir haben jetzt Keywords haben wir entsprechend developed, wir haben jetzt eine halbwegs gute Bidding-Strategie am Start für unsere mobilen Kampagnen. Das nächste, was käme, wären entsprechend die Ad-Texte. Kleiner Exkurs, viele kennen sicherlich noch diese WAP-Seiten, die es mal auf Feature-Phones gab vor irgendwie 5, 6, 7 Jahren. Als Google angefangen hat, da letztendlich Anpassungen zu betreiben, hieß es noch, okay, du kannst auch auf Feature-Phones werben. Anzeigen, Umfang waren damals 11 Zeichen, da ist nicht allzu viel zu reißen. Dann hat Google halt letztendlich irgendwann im Zuge der Anpassung und mit der Einführung des iPhones, was ja maßgeblich tatsächlich das echte Internet darstellen konnte, ist es dazu übergegangen, letztendlich die Ad-Specs, die es auf dem Desktop gibt, letztendlich auch auf mobile Devices 1:1 zu übertragen. Das heißt, wenn man sich die Ad-Extensions jetzt mal nicht anschaut, sieht eine mobile Anzeige nicht anders aus als eine Desktop-Anzeige. Insofern gibt es da jetzt nichts zu beachten. Wo es ja wohl was zu beachten gibt, ist letztendlich beim Ad-Content. Ich habe jetzt hier ein Sky-Beispiel genommen, nicht weil ich kein Zalando-Beispiel hatte, sondern weil das, was ich jetzt hier eben kurz mal zeigen möchte, bei uns schlichtweg nicht funktioniert hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass für bestimmte Businessmodelle das Ganze ganz gut funktioniert. Das heißt, was Sky macht, Sky hat ein Produkt am Start in Großbritannien, das nennt sich Sky Go. Das ist letztendlich deren TV-Angebot auf internetfähigen Devices. Das ist die Anzeige, die man sieht, wenn man nach dem ganzen Ding auf einem PC, Laptop etc. pp. Sucht. Das heißt, Sky Go, TV on the move, das heißt, Laptop-spezifisch, relativ generische Anzeige, USPs sind drin. Wenn das Ganze auf dem Tablet gesucht wird, dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Dann heißt es nämlich TV on your iPad. Das heißt, Sky weist den User darauf hin, in welcher Situation er sich gerade befindet und dass tatsächlich das Angebot quasi jetzt in diesem Moment vom User wahrgenommen werden könnte. Auf dem iPhone analog dazu Sky Go TV on your iPhone.
Haben wir auch getestet als Retailer tatsächlich, haben wir auch mal geguckt, hier jetzt von der Couch aus bestellen, jetzt von unterwegs aus bestellen. Es hat nicht schlechter funktioniert, allerdings auch nicht besser, und sind wir letztendlich dazu übergegangen, jetzt da keine dedizierte Ad-Content-Strategie zu fahren, weil wir einfach gemerkt haben, dass anscheinend der Mehrwert, den wir dem User bieten, tatsächlich unabhängig vom Device funktioniert. Das heißt, es ist relativ egal, auf welchem Device man irgendwas bestellt. Gibt jetzt keine besonderen Eigenheiten dazu. Anzeigenerweiterung, relativ spannendes Thema, heute früh gab es schon mal einen Vortrag dazu, sind tatsächlich aus mehreren Gründen wichtig. Auf dem Desktop sind sie wichtig, weil sie natürlich die Aufmerksamkeit anregen. Das heißt, viele Leute glauben ja nach wie vor, es ist halt relativ wichtig, einen total tollen, emotionalen, wunderbar poetisch getexteten Anzeigentext letztendlich vorzulegen. Ist auch sicherlich eine schöne Sache, allerdings müssen Texte in erster Linie auffallen. Wir haben hier das mit Abstand kompetitivste Umfeld in den bezahlten Marketingkanälen. Das heißt, der Wettbewerber steht direkt neben uns. Im Display wird das tendenziell selten passieren, im Affiliate-Bereich auch. Hier hat der User letztendlich direkt die Möglichkeit, zwischen mehreren Anbietern letztendlich zu wählen. Das heißt, wir müssen auffallen, wir müssen den User überzeugen. Das heißt, Anzeigenerweiterungen lenken die Aufmerksamkeit auf uns durch Produktbilder, durch kleine Seller-Ratings, durch die Sternchen, durch Sitelinks etc. pp. Deswegen ist sehr, sehr wichtig, ist gerade auf dem mobilen Device letztendlich da so ein bisschen herauszustechen. Plus, was hier dazu kommt, aufgrund der relativ limitierten Bildschirmgröße, es ist halt wunderschön, eine Ad-Extension zu haben, die relativ viel Platz beansprucht. In dem Moment, wo ich eine Product-Extension hier an meiner Anzeige bekomme, weiß ich schlichtweg, dass ich die einzige Anzeige bin, die im sichtbaren Bereich stattfindet. Das wird auf dem Desktop nicht passieren, das wird auf dem iPad höchstwahrscheinlich auch nicht passieren. Auf dem Telefon, wie man sieht, habe ich letztendlich fast den kompletten sichtbaren Bereich nur für mich. Das nächste wäre dann schon ein organisches Ergebnis. Wenn das zufällig der gleiche Anbieter ist, würde ich denken, habe ich gewonnen, weil der sichtbare Bereich gehört letztendlich komplett mir. Es gibt einige Mobile-Only-Ad-Extensions, die Google vorstellt. Es gibt diese Click-to-Call-Extension, das heißt, ich kann direkt aus der Anzeige heraus einen Telefonanruf starten. Es gibt eine Call-Only-Anzeige, das heißt, wenn ich keine Website habe, sondern nur ein lokales Business, kann ich einfach auch direkt nur auf den Anruf gehen. Fürs App-Business gibt eine Click-to-Download-Anzeige letztendlich, ein Anzeigenformat, wo ich rein die App bewerben kann. Und es gibt das Ganze auch als Ad-Extension, das heißt, der User kann letztendlich wählen, möchte ich die Website besuchen oder möchte ich die App runterladen. Ist tatsächlich bei Google für Android aus verständlichen Gründen wesentlich leichter zu implementieren und zu tracken. iOS wird angeboten, ist aber nicht trackbar aktuell. Insofern das bitte bedenken, wenn es da in diese Richtung auch geht. Und tatsächlich für lokale Businesses Mobile plötzlich signifikant spannender geworden, als Google AdWords jemals auf dem PC war, weil ich einfach aufgrund von GPS-Targeting, Location-Targeting und entsprechender Ad-Extensions den User zu meinem lokalen Business führen kann. Das heißt, Click-to-Call spielt ja wieder eine Rolle und die Local-Extension ist eine sehr, sehr spannende Sache. Das heißt, wenn der User bereits unterwegs ist, kann ich direkt in eine Google Maps-Integration springen und ihm letztendlich den Weg respektive die Adresse zu meinem Service letztendlich zeigen. All das, also das, was ich hier gezeigt habe, sowie das hier vorne, ist für uns tatsächlich noch nicht interessant. Die App-Geschichte wird interessant, wenn die App live sein wird, was hoffentlich dieses Jahr noch passiert. Call-only, Click-to-Call und auch die lokalen Geschichten machen wir tendenziell nicht, weil wir natürlich ein sehr performance-getriebenes Unternehmen sind. Das heißt, wir wollen einfach, also auch wenn wir uns freuen, wenn der User den Customer Support anruft, wir würden ihn jetzt irgendwie nicht dazu drängen über die Anzeige. Und lokales Business ist bei uns auch tendenziell irrelevant. Dieser eine Outlet-Store, den wir in Berlin betreiben, der ist es einfach vom Aufwand her noch nicht wert, dass wir da entsprechend auch Online-Marketing-Maßnahmen ergreifen. Mobile Performance, das heißt, das geht dann schon sehr in Richtung Landingpage-Optimierung, da würde ich jetzt mal ein bisschen dazu überleiten. Was ist eine Conversion im mobilen Bereich? Für uns ganz klar auf dem Desktop, wir wollen abverkaufen. Also, ist auch relativ bekannt, hat Christian Mehrmann heute früher auch schon so ein bisschen erzählt, das ist sehr, sehr performance getrieben, der Sale ist das, was wir wollen. Wenn man sich jetzt allerdings in die Situation hereinversetzt, in die relativ viele User sind, während sie ihr mobiles Endgerät benutzen, das ist ein relativ gutes Beispiel, dann wird einem relativ schnell klar, dass nicht jeder Conversion-Typ geeignet ist, dass man ihn letztendlich auf dem mobilen Endgerät letztendlich optimiert. Was hier letztendlich passiert, das ist hier London, die Tube, ist auch tatsächlich relativ realistisch gefühlt, jeder Zweite steht dann trotzdem da in dieser Masse an Menschen und spielt auf seinem Telefon rum. Ich glaube, die wenigsten würden den Kauf abschließen hier,
weil natürlich irgendwann mal Zahlungsinformationen eingegeben werden müssen. Und auch selbst bei Lead-Modellen, wo ich persönliche Informationen angeben muss, um mich irgendwo anzumelden, wäre die Hypothese, dass das hier in diesem Umfeld nicht stattfinden wird. Einfach aufgrund der Tatsache, dass relativ viele Leute mitschauen und das letztendlich ein Hindernis dafür ist, dass der User konvertiert. Das heißt, was haben wir gemacht? Das ist so ein neues Schlagwort, hört man relativ häufig, so das Zauberwort der Micro-Conversions. Das heißt, was sind letztendlich andere Conversions, die ich letztendlich auf der Seite anbieten kann, die vielleicht im späteren Verlauf zu einem Kauf führen? Das heißt, wir als Shop haben ein Wishlist-Feature auf der mobilen Seite, werden es in der App haben. Die Wishlist ist jetzt nur wenig schlechter als der tatsächliche Kauf, weil der Kauf einfach nachgelagert wird, entweder durch die Person selbst oder durch irgendjemand anderen. Plus, was ganz schön ist daran, es gibt uns die Möglichkeit, letztendlich die Brücke zu schlagen vom Mobile-Device zum Desktop-Device, einfach weil wir die Wishlist tracken können, der User muss eingeloggt sein, wir erkennen ihn wieder und wissen eigentlich sofort, okay, inwiefern triggert unsere Mobile-Kampagne letztendlich unsere Desktop-Performance. Andere Micro-Conversions, Facebook-Like, Twitter-Follower, das ist alles, was so in den Bereich Social Media geht, Newsletter-Subscriber auch mit der Möglichkeit, die Brücke zu schlagen vom mobilen Device zum Desktop-Device letztendlich. Customer Support, wie gesagt, für uns nicht so spannend, aber vielleicht für andere Businesses. Das heißt, Call Customer Support, warum nicht als Micro-Conversions das Ganze definieren? Oder User-Generated Content, das heißt Produktbewertungen, Service-Bewertungen, warum nicht einfach über ein mobiles Endgerät auch einfach mal darauf optimieren, weil letztendlich hilft das in letztendlich vielerlei Hinsicht, jede Menge Produktbewertungen, so sie denn positiv sind, bilden letztendlich wieder Trust und triggern Conversions von anderen Usern. Aus SEO-Sicht wahrscheinlich auch nicht schlecht, so ein bisschen User-Generated Content, insofern durchaus was als Micro-Conversion herhalten kann. Die drei Punkte, der Vollständigkeit halber, was auch immer für alle möglichen anderen Geschäftsmodelle noch als Micro-Conversion in Frage kommt, das sind die Sachen, die jetzt für uns tendenziell nicht hundertprozentig uninteressant sind. Was dann wichtig wird, wenn ich meinen Conversion-Typ letztendlich definiert habe, geht es darum, letztendlich die ganze Sache zu evaluieren. Das heißt, was ist der mobile Nutzer wert? Jeder von uns, der im E-Commerce tätig ist zum Beispiel oder auch für Lead-Modellen, hat letztendlich irgendeine CPA-Vorgabe oder irgendein CPA-Ziel, auf das er hinsteuern wird. Das heißt, was ist mir letztendlich ein Lead, was ist mir eine Order wert, damit ich nach wie vor profitabel arbeiten kann. Was hier ganz spannend ist, ist ganz einfach dieses zusätzliche Targeting, was das Mobile-Marketing oder die mobile Suche letztendlich erübrigt. Die Klassiker gibt es so eigentlich auch im Desktop mehr oder weniger, das ist demografisch, geografisch und nach Kanal, zumindest im GDN. Was hier jetzt noch dazu kommt, ist letztendlich Auswertungsmöglichkeiten oder Targeting nach Device, das heißt, was für ein Endgerät hat der User letztendlich vor sich. Das geht tatsächlich so weit, dass man zumindest bestimmte Marken triggern kann, keine Modelle, aber Marken zumindest würden funktionieren. Mobile Carrier, das heißt, über welchen Mobilfunkanbieter ist der User im Netz unterwegs und entsprechend das Operating System. Was jetzt hier eigentlich gemacht werden müsste, um daraus interessante Informationen zu ziehen, ist letztendlich, ich muss diese Targeting-Optionen in User-Demografien übersetzen. Das heißt, wie unterscheidet sich der Android-User vom iPhone-User? Wie unterscheidet sich der E-Plus-Kunde vom Vodafone-Kunden? Das ist zu Beginn sehr, sehr hypothesenlastig. Natürlich muss man erstmal Hypothesen aufstellen, die es dann letztendlich zu widerlegen oder belegen gilt. Warum ist Device interessant? Ein iPhone ist teurer als viele Google-Android-Devices, deswegen steht natürlich die Theorie im Raum, Mark hat das auch schon gesagt, auch beim iPad-User letztendlich, dass die Kaufkraft tendenziell beim Apple-User liegt. Die Geräte sind wesentlich teurer. Wer trotzdem bereit ist, sich einen zu kaufen, ist höchstwahrscheinlich auch sonst relativ kauffreudig. Was hier wichtig ist, und das ist nicht super leicht zu lösen, ist, Android-Device ist nicht gleich Android-Device. Das heißt, Android ist auch auf relativ vielen von diesen Discounter-Smartphones installiert. Und auf der anderen Seite gibt es halt so High-End-Geräte wie das Galaxy S3 beispielsweise oder das letzte Nexus. Und dann ist es natürlich auch so, dass sich die User-Gruppen auch in diesen Devices relativ stark voneinander unterscheiden. Das heißt, alle Android-Devices um Gottes Willen nicht in einen Topf kippen, weil ich da eine relativ große Range habe an User-Gruppen letztendlich. Mobile Carrier, ähnliches Bild. In Deutschland, es gibt halt die Bekannten, es gibt ein O2, es gibt ein Bay, es gibt Vodafone und T-Mobile, wobei Vodafone und T-Mobile zum einen etwas teurere Tarife haben, zum anderen aber zumindest subjektiv wahrgenommen eine wesentlich bessere Netzqualität und Netzabdeckung. Das heißt, einfach aufgrund der Tarif- und Preisstruktur kann ich wieder Rückschlüsse auf die Kaufkraft desjenigen letztendlich schließen.
Und Netzqualität und Geschwindigkeit geben mir letztendlich eine Indikation über die Performance meiner eigenen Website auf den entsprechenden Geräten. Eine Seite, die langsam lädt, wird höchstwahrscheinlich nicht zu einem Kauf führen, weil einfach die User Experience nicht die beste ist. Wenn ich allerdings in einem schnellen, stabilen Internet unterwegs bin, sollte es nicht so anders ausschauen wie auf einem Desktop oder auf einem Tablet-Device. Netzabdeckung spielt genau in die gleiche Richtung wieder letztendlich. Gutes Netz, gute Performance, ergo gute User Experience und die Chance, dass jemand konvertiert, ist wesentlich höher. Operating System geht dann eher so in die Richtung, wie technisch affin ist der User. Das heißt, nicht jeder Android-User hat zum einen die aktuellste Android-Version drauf. Also Google ist da sehr, sehr restriktiv, wer wie oft mit Updates versorgt wird. Ich weiß aus Erfahrung, dass LG zum Beispiel immer noch auf 2. irgendwas irgendwie rumkrebst. Und nicht jeder User updatet auch, zieht tatsächlich immer die letzten Updates. Das heißt, jemand, der immer das neueste Betriebssystem auf seinem Device hat, so die Hypothese, wird höchstwahrscheinlich technisch so affin sein, dass er sich im mobilen Internet nicht anders bewegt wie im stationären Internet. Das heißt, letztendlich auch weniger Scheu davor hat, einen Kauf zu tätigen, in irgendeiner Art und Weise zu konvertieren. Alles Hypothesen, sind wir gerade dabei, die zu belegen. Aktuell wissen wir einiges, gerade in Bezug auf Device-Kaufkraft. Also was ich da gesagt habe, kann ich definitiv belegen. Die ganze Carrier-Geschichte, da sind wir gerade dabei. Was heißt das Ganze dann jetzt bezogen auf meine Landing-Pages? Das ist jetzt eigentlich hoffentlich mehr oder weniger selbsterklärend. Ich hatte es vorhin kurz erklärt. Das heißt, unsere Website, das ist jetzt hier auf einem iPod Touch dargestellt, ist eigentlich, ist surfbar, macht Spaß, höchstwahrscheinlich nicht. Ich muss permanent rein, raus zoomen. Wenn ich es nicht mache, verklicke ich mich wahrscheinlich die meiste Zeit. Das heißt, wir sind Ende letzten Jahres dazu übergegangen, letztendlich ein mobiles Layout anzubieten. Fatfinger-friendly wird immer ganz schön gesagt als Buzzword. Das heißt, sollte relativ leicht zu bedienen sein. Große Flächen, klar abgegrenzte Flächen, eine relativ einfache Navigation, die dann doch tendenziell eher sequenziell ist, als dass sie mit Layern oder mit irgendwelchen aufklappbaren Elementen arbeitet. Was nämlich passiert, wenn man das Ganze nicht macht, das heißt, wenn man ein nicht mobile optimiertes Produkt letztendlich an den Start bringt und den User darauf schickt, hat CompuWare mal rausgefunden in einer Studie vor 1,5 Jahren. Ergebnis der Umfrage waren letztendlich, über 60% der User würden schlichtweg gar nicht mehr wiederkommen, 40% würden sich dann doch für den Wettbewerber entscheiden, so der eine entsprechende mobile Präsenz hat. Und knapp 20% haben einen schlechten Eindruck. Das klingt jetzt ein bisschen Larifari, aber ist letztendlich auch nicht zu unterschätzen, weil das wieder gut zu machen, kostet wieder jede Menge Zeit und unter Umständen auch Budget. Das heißt, Conclusio des Ganzen, bevor man auch nur irgendeine Art von mobiler Marketingstrategie startet, sei es Search, sei es alles andere, was im mobilen Marketing angeboten wird, auf jeden Fall erstmal dafür sorgen, dass das Produkt so ausgereift ist und so angepasst ist, dass es mobil angeboten werden kann. Und dass es tatsächlich sinnvoll ist, Traffic dafür einzukaufen, weil ansonsten versandet das Geld irgendwo und der User wird tendenziell zwar auf die Seite geholt, wird aber sicherlich nicht konvertieren. Und wie sich das Ganze entwickeln könnte, dazu dann Marc nochmal. Ja, das Schönste daran, im Online-Marketing zu arbeiten, ist ja, dass sich alles ständig ändert. Also gerade wenn man von Mobile irgendwas liest, steht da immer drin die mobile Revolution und es ist eigentlich auch nicht abzusehen, dass diese Innovationsgeschwindigkeit da nachlassen wird. Und die Frage ist dann ja, ob diese ganzen aktuell gut funktionierenden Taktiken, die Sebastian da aufgezählt hat, ob die auch in Zukunft noch funktionieren werden oder worauf man sich da eher dann strategisch einstellen sollte. Und dazu habe ich mal 3 Thesen oder Entwicklungen aufgestellt, die ich so ein bisschen dann beschreiben will, was sich dahinter verbirgt. Also das erste ist, eine Suche wird in Zukunft ohne Keywords auskommen. Das zweite ist, die Suche wird auch ohne eine Suchanfrage auskommen. Und die mobile Suche wird voraussichtlich auch ohne Smartphones auskommen. Der erste Punkt, Suche ohne Keywords. Wenn ihr mal in einen App Store geht, sei es Android oder sei es iTunes, findet ihr da diverse Barcode-Scanner. Damit geht ihr in einen Laden rein, nehmt euch irgendein Produkt, scannt es ab und bekommt dann Informationen zu Preis, ihr kriegt Reviews, ihr kriegt auch Shops, wo es dieses Produkt zu kaufen gibt. Dazu ist es eben wichtig, diese Barcode-Scanner, die schauen sich die Ehrennummer an, die sich dahinter verbirgt.
Um sich darauf einzustellen, muss man eben dafür sorgen, dass die eigenen Produkte dann auch in diesen entsprechenden Datenbanken dazu finden sind, damit das funktioniert mit euren Produkten. Google Goggles ist dann ein Produkt, was sogar noch ein bisschen weiter geht. Da kann man nicht mehr nur den Barcode fotografieren, sondern man kann das gesamte Produkt fotografieren. Man fotografiert einfach ein Buch oder eine CD oder eine Flasche Wein und Google erkennt das anhand des Etiketts, anhand der Grafiken auf dem Etikett und gibt einem dann weitere Informationen dazu aus. Ich habe das mal Dienstagabend ausprobiert mit einem der in Deutschland verbreitetsten, glaube ich, Baku. Und wenn man da so in Hamburg abends sitzt, was hat man denn in der Hand? Eine Astra-Dose natürlich. Und wenn man die fotografiert, kommt man eben auf diese Baku-App und sieht dann da Bewertungen zu diesem Produkt. Und da muss man sich dann eben fragen, welche Bewertungsportale sind da jeweils immer angedockt? Wie kommt man da rein? Kann man da selber eigene Bewertungen dann abgeben, um die eigenen Produkte zu pushen? Woran ich auch noch ein Beispiel durchgeführt habe, ist dann Erkältungsbad, ist ja auch sehr wichtig aktuell. Da sieht man eben tatsächlich eine Anzeige von einem Shop, der wieder lokal ist, also auch bei Mobile immer wieder ganz wichtig, dieser lokale Bezug, dass die Leute eben mit ihrem Mobiltelefon dann einen Routenplaner aufsuchen und dahin gehen. Oder eben auch Webshops, wo man dann wieder Preise vergleichen kann. Zweites ganz großes Beispiel, was da natürlich nicht fehlen darf, ist dann Siri. Wenn man da jetzt mittlerweile nach den meisten Dingen sucht, bekommt man keine normalen Google-Suchergebnisse mehr ausgeliefert, sondern sobald es lokale Ergebnisse bekommt, kriegt man eine Liste von Yelp-Ergebnissen. Dadurch ändert sich eben diese Gatekeeper-Funktion, die Google in der Vergangenheit hatte, dass eben jede Suche über Google gegangen ist. Und jetzt gehen eben sehr viele Suchen, gerade wenn es darum geht, Barcode zu scannen, Produkte zu scannen oder mit Sprache zu suchen bei Apple, gehen eben über entweder die App-Betreiber, die diese Apps anbieten, oder wie in dem Fall von Siri, an die Anbieter, die Apple andockt an ihre Sprachsuche. Anderer Punkt, der im Bereich Sprachsuche noch interessant ist, ob das vielleicht auch sich ändern wird, wie Suchanfragen gestellt werden. Es war ja ursprünglich die Theorie, dass Mobiltelefone, als die aufkamen, dass Suchanfragen kürzer werden, weil keiner Lust hat auf so einer Touch-Tastatur lange Sätze einzugeben. Jetzt, wo es diese Sprachsuche gibt, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Leute eben eher in natürlicher Sprache und wieder längere Suchanfragen stellen. Der zweite Punkt, Suche ohne Suchanfragen. Das wichtigste Beispiel da ist aktuell das Google Now. Ich weiß nicht, wer das schon ausprobiert hat. Das gibt es mit der neuesten Android-Version. Da ist das sehr gut schon eingebunden. Ich war vor 3 Wochen in San Francisco und in den USA scheint das auch schon ganz gut zu funktionieren. Also ich habe keine einzige Suchanfrage gestellt, ich habe einfach dieses Google Now, was mir Nachrichten schickt. Und hier in diesem Beispiel ist es dann der nächste Termin, den ich hatte. Google weiß auch, wo ich mich befinde anhand meines Smartphones und kann dann mir Verkehrsinformationen geben, also kann sagen, okay, ist es gerade Stau auf der Strecke zu deinem nächsten Termin und du fährst besser 5 Minuten früher los. Google weiß eben auch, dass ich in den USA war, gibt mir dann gleich Informationen zum Umrechnungskursen, US-Dollar-Euro. Sie sagen mir auch, wie spät es gerade bei mir zu Hause ist, weil Google das auch über mich weiß. So kann ich wissen, ob ich eben noch meine Eltern anrufen kann oder ob die schon alle schlafen. Es gibt mir Wetterdaten. Das Neueste, was sie jetzt haben, ist, dass man Fußballvereine eintragen kann, die man gut findet und man dann eben Informationen bekommt, wenn die spielen oder wie sie gespielt haben. Und das bedeutet eben, dass sich diese Suchergebnisse, wenn man sie überhaupt noch so nennen kann, nicht mehr darauf beziehen, was man irgendwo eingetragen hat oder auch was man reingesprochen hat, sondern es bezieht sich auf den Kontext, in dem man sich gerade befindet, welche Interessen ich habe, wo ich mich lokal gerade befinde, etc. Und dann der letzte Punkt. Suche oder mobile Suche wird gar kein Smartphone mehr benötigen. Da gab es einen interessanten Artikel von Joachim Graf im iBusiness war das, glaube ich, und der verglich dann das Smartphone mit einem Monokel. Das war halt das, was es gab, bevor es Brillen gab, das hatte man in der Tasche und immer wenn man dann was sehen wollte, hat man es rausgezogen, sich aufgesetzt und hatte dann eben diesen klaren Blick. Es hat sich in der heutigen Zeit nicht durchgesetzt, weil man eben immer diesen klaren Blick haben will. Deshalb tragen wir heute eine Brille. Und das hat sich wahrscheinlich Google auch gedacht, als sie die sogenannten Google Glasses erfunden haben. Wer es nicht weiß, das ist eine Brille, die man sich aufsetzt und da drin befindet sich dann ein Smartphone oder ein kleiner Computer, der einem eben Informationen auf diesen kleinen Bildschirm einspielen kann. Und
wie sowas dann aussehen kann, ist hier zum Beispiel ein Beispiel. Man geht dann in einen Buchladen, guckt sich ein Buch an und dann muss man eben nicht mehr extra das Foto machen mit dem Smartphone und eine App aufrufen oder scannen, sondern Google kann einem dann eben gleich Informationen zu diesem Buch ausliefern. Oder bei mir ist es so, ich habe ein sehr schlechtes Namensgedächtnis und ich würde tatsächlich so einen Dienst dann benutzen, wenn man auf irgendeiner Party oder vielleicht später heute Abend auf der Party, wenn Leute auf mich zukommen und ich erinnere mich dann nicht mehr, wie die heißen, obwohl mir das Gesicht bekannt vorkommt. Dazu könnte man eben auch sowas nutzen, was das einblendet. Leute werden natürlich dann immer sagen, ja, aber das sieht ja total hässlich aus. Wer läuft denn da mit so einem Ding auf dem Kopf rum? Da vielleicht zur Erinnerung, man sieht viele Leute auch heutzutage mit Bluetooth-Headsets rumlaufen, wo ich persönlich auch denke, man, das sieht ja bescheuert aus, aber wenn es den Leuten eben nutzt, machen sie es. Und vielleicht da dann jetzt auch zurückzukommen oder abzuschließen mit dieser ersten Frage, mit diesen Kindern von 2 bis 5 Jahren, die wachsen vielleicht mit solchen Geräten auf und für die ist es dann normal, irgendwas ständig vorm Auge zu haben, was ihnen Informationen von Google oder Apple oder sonstigen dieser datenhungrigen US-Unternehmen dann einblendet. Genau, um das jetzt aufzulösen, 30% der 2- bis 5-jährigen Kinder können schon ein Smartphone bedienen und sind noch nicht so viele, da ist die Hoffnung vielleicht noch nicht vergebens, dass auch noch Kinder trotzdem irgendwie mit Bauklötzen oder sowas spielen und nicht nur Angry Birds den ganzen Tag. Dann vielen Dank schon mal. Wir haben noch 5 Minuten Zeit für Fragen. Danach gibt es eine Dreiviertelstunde Kaffeepause, wo ihr euch irgendwie nochmal erholen und stärken könnt für die letzten 2 Sessions dann. Fragen oder Anmerkungen zu der Zukunftsvision? Also wir haben uns Studien angeguckt im Vorfeld, ob die User tatsächlich eher eine App nutzen würden oder eine mobile Website. Das ist aktuell relativ gleich verteilt, also das spielt eigentlich keine Rolle. Wir haben uns dann für die Website entschieden, weil die grundsätzlich niemanden ausgrenzt. Also eine App muss für mehrere Betriebssysteme entwickelt werden, muss auf allen Versionen laufen. Eine Webpage ist erstmal device-unabhängig. Eine Webpage muss nicht installiert werden. Das heißt, eine App hat immer einen Preis, also auch wenn sie im App Store eigentlich kostenlos ist, sie hat immer einen Preis, entweder Privatsphäre oder Speicherplatz auf dem Telefon oder letztendlich Zeit, die ich brauche, um sie zu installieren. Deswegen ganz klar erstmal, was ist schneller umzusetzen und womit haben wir in kürzester Zeit wesentlich mehr Reichweite, das war dann die Website. Die App wiederum, also Push ist einfach ein riesengroßer App-USP, also dem User Push-Nachrichten senden zu können oder andere Features, die man über eine Website nicht hinbekommt, das ist letztendlich dann der Grund dafür, dass die App jetzt eben dann doch kommt. Aber es war schlichtweg einfach, wenn man einfach abgewogen, okay, was sagt die Marktlage, die sagt, es ist scheißegal. Und dann hieß es ganz einfach, okay, was ist schneller umzusetzen und das war dann in dem Fall die Website. Was würdet ihr euch denn unter Push-Nachrichten dann vorstellen? So was wie, du hast seit 60 Tagen keine Schuhe gekauft oder? Das wirst du dann schon sehen. Wenn du sie installierst. Nee, also es gibt tatsächlich mehrere Szenarien, die wir uns überlegen. Ich werde jetzt keins davon tatsächlich hier jetzt erstmal anbringen. Es sind auch ein paar Sachen dabei, die ich so noch bei niemand anderem gesehen habe, wo ich dann schon irgendwie hoffe, dass wir da so ein bisschen innovativ sind. Aber es gibt tatsächlich schon so ein paar Szenarien, die wir uns überlegt haben, die hoffentlich auch nicht nerven werden und dann schauen wir mal. Haben wir überlegt tatsächlich, haben es dann aus einem Grund nicht gemacht, also wie gesagt, der Shop, die mobile Seite gibt es jetzt seit knapp einem Jahr, Responsive Web Design gab es da schon, allerdings primär bei Newsportalen, ist es mir aufgefallen, also ich kenne jetzt, ich weiß, dass die real.de Seite, also von dieser Real-Supermarktkette, die ist auf Responsive Web Design letztendlich aufgebaut, haben es damals meines Wissens nicht gemacht, weil du einen Checkout-Prozess eben nicht responsive darstellen konntest. Also der sieht ein bisschen anders aus wie der Desktop-Checkout-Prozess, das heißt, da geht es dann weit über dieses, ich passe das Design an, irgendwie hinaus und deswegen dann einfach, okay, unter eine Subdomain gelegt und neu entwickelt letztendlich, über ein neues Layout letztendlich. Das Angebot ist deswegen das gleiche, Design ist es nicht und eben nicht responsive umgesetzt, sondern tatsächlich dann manuell.
wir sprechen mit Tracking-Anbietern, die es tracken können. Gibt es so diverse Fingerprint-Technologien, die in Theorien total spannend klingen, ob sie funktionieren, werden wir sehen. Es gibt tatsächlich auch Cookie-basierte Lösungen, die von sich behaupten, iOS 6 ready zu sein. Haben wir jetzt tatsächlich noch keine Lösung am Start, aber sprechen mit diversen Anbietern, müssen halt sehen, wo da die Reise hingeht diesbezüglich. Aber operativ über Google kannst du es aktuell nicht tracken, ich habe keine Ahnung, also ich gehe davon aus, dass sie daran arbeiten, sie müssen es tun. Aktuell geht es nicht. Relativ viele Mobile Netzwerke können es allerdings genauso wenig. Also es scheint tatsächlich ein relativ großes Problem zu sein gerade. Okay, das war's dann von Sebastian und Marc. Vielen Dank nochmal und euch jetzt eine schöne Kaffeepause.